Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Heute aus dem Ruhr-Rhein-Gebiet. Jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle euch von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von dem Fall ein bisschen besser zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gern meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Auch dieser Fall wurde mir vorgeschlagen, an der Stelle einmal herzlichen Dank für eure Vorschläge, da freue ich mich immer besonders drüber. Natürlich freue ich mich über all eure Kommentare, aber wenn ihr mir dann noch einen Fall vorschlagt, dann ist das so die Kirsche auf der Cremetorte, auf dem Eisbecher, auf einer Süßigkeit. Dieser Fall ist widerlich, bestürzend und furchtbar traurig. Beim Recherchieren bin ich eine Achterbahn der Gefühle gefahren. Bestürzung, Abscheu und Mitleid. Und deshalb braucht dieser Fall unbedingt eine Warnung. Warnung. Dieser Fall enthält einen Haufen von grafisch beschriebenen Tathergehen. Darunter furchtbarste Tier- und Menschenquälereien. Also bitte nehmt die Warnung ernst. Ich weiß, ein paar von euch können mit dem einen oder anderen nicht so gut umgehen. Deshalb überspringt lieber dieses Video und schaut am Montag wieder rein. Für die, die jetzt noch dran geblieben sind, in diesem Fall geht es um Frank Gust. Ein Fall aus den 90ern. Frank Gust wurde am 24. Mai 1969 in Oberhausen geboren. Seine Eltern trennten sich und seine Mutter Dagmar war für eine gewisse Zeit alleinerziehend. Die Beziehung zwischen den beiden war eine wirklich gesunde Mutter-Sohn-Beziehung. Wir kennen ja auch schon andere, aber die war wirklich eine gute, stabile Mutter-Sohn-Beziehung. Dann lernte Dagmar einen neuen Mann kennen, K. Sein Name wurde geheim gehalten. Dagmar heiratete K. und ab da war es vorbei mit der Schönzeit. Frank muss ein unheimlich sensibles Kind gewesen sein, denn schon kleinste Veränderungen hatten starken Einfluss auf ihn. Sonst war er sonntags früh immer zu seiner Mama ins Bett gekrabbelt, um noch ein bisschen zu kuscheln. Damit war es mit Ks Einzug aber vorbei. Und schon diese kleine Veränderung brannte sich ins Gedächtnis vom kleinen Frank. Mit dem Einzug von K. wurde es generell sehr streng im Haus und Wein oder andere Gefühlsregungen waren nicht geduldet. Frank wollte gerne ein Haustier haben und er sparte so ein bisschen sein Taschengeld an, um sich ein Meerschweinchen von einem Klassenkameraden zu kaufen. Er konnte nicht ahnen, dass K. allergisch auf Tierhaare reagierte und er sein Meerschweinchen nicht mehr halten durfte. Er ging mit dem Meerschweinchen hilfesuchend zu seiner Oma und fragte, ob sie sein Meerschweinchen nehmen könnte, ob er es bei ihr behalten dürfte. Sein Stiefvater sei allergisch darauf und er könnte es dem Schulkameraden nicht zurückgeben. Doch die Oma wollte kein Nagetier im Haus haben. Also sagte sie zu dem gerade mal 9-Jährigen, dann musst du es halt tot machen. Vielleicht hätte er es zu Hause heimlich verstecken können. Vielleicht wurde er aber auch dazu erzogen, auf seine Eltern zu hören. Vielleicht hätte er es auch einfach verschenken können. Aber er war gerade mal ein 9-jähriger kleiner Junge. Man kann nicht erwarten, dass ein gerade mal 9-jähriger alle Eventualitäten und Möglichkeiten durchgeht, um zu gucken, was die bessere Lösung wäre. Und dann fände ich einen 9-jährigen, der rational alle Möglichkeiten ausdiskutiert, ganz schnell schreckend. Also, Oma hat gesagt, er muss es töten. Und jetzt wird's halt echt fies, ne? Er ging in den Garten, band das Meerschweinchen fest, so dass es sich nicht mehr bewegen konnte, nahm eine Gehwegplatte und schmetterte sie auf dieses arme, kleine, festgebundene Viech. Ich weiß nicht, warum seine Oma das nicht für ihn gemacht hat. Ich weiß auch nicht, warum er die Art gewählt hat. Er hätte es auch einfach freilassen können. Mit der Gehwegplatte trifft er aber nicht den Kopf, sondern nur den kleinen Körper von dem Meerschweinchen. Und der Körper platzt quasi. Frank sah das Blut und die Eingeweide und warum auch immer, aber er fasste es an und er fühlte das warme Blut und die weichen Eingeweide. Er griff in die Bauchhöhle von dem kleinen Meerschweinchen und es fühlte sich gut an, wohlig warm. Frank sagte dazu, ich mochte das Gefühl, diese Wärme, als ich in die Bauchhöhle fasste. Auch das ist ein prägender Schlüsselmoment für Frank. Es hatte ihm so gut gefallen und das Töten hatte ihm nicht wirklich was ausgemacht. Zuerst, das erste Mal, ja, ein bisschen Mitleid hatte er. Aber dann war der Drang des Fühlens immer stärker geworden. Er klaute abends und nachts Kaninchen aus den Nachbargärten, mit denen er dann das Gleiche veranstaltete. Aber irgendwann reichte ihm das alles nicht mehr. Es war alles zu klein. Und um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, tötete und schnitt er mehrere Kaninchen auf, legte sie in die Badewanne, stieg dazu, suhlte sich da drin und onanierte. Da verband er das erste Mal das Töten, das Quälen mit seiner Sexualität. Er hatte diese Lust schon viel früher gespürt
und diese Tat geplant. Er stellte sich dabei immer größere Tiere vor. Anfangs tötete er die Tiere vorerst, bevor er ihnen den Bauch aufschnitt und die Gedärme anfasste. Doch er ging bald schon dazu über, sie festzubinden und zu quälen. Die Gedärme zu berühren, während die Tiere noch lebten, erregte ihn. Er wollte von dieser wohligen Wärme am liebsten umschlossen sein. Er brauchte etwas Größeres. Frank sagte, während ich mir die Kaninchen vorgenommen habe, habe ich in meiner Fantasie schon zig Pferde getötet. Wenn bis hierhin noch Pferdefreunde da sind, das wird nachher noch ganz schön intensiv. In einem Krankenhaus sah er das erste Mal einen toten Menschen. Es war eine ältere Frau, sie war abgedeckt, aber er hob das Laken an, guckte ihr ins Gesicht und fasste sie auch an, also so im Gesicht. Mit nur 13 Jahren brach er dann in eine Leichenhalle ein. Dort schnitt er einem toten Menschen den Bauch auf und fasste in die Bauchhöhle. Aber der war ja schon kalt. Er hatte sich das ganz anders vorgestellt. Er überlegte tatsächlich kurz, ob er mit dem Leichnam rausgehen sollte, um ihn aufzuwärmen. Diese Idee verwarf er dann aber relativ schnell. Er machte mit Kaninchen und Kleintieren lange so weiter. Dabei stellte er sich vor, dass es Pferde waren. Das war auch erstmal sein weiteres Ziel, irgendwann Pferde umzubringen. Doch er hatte zu viel Angst vor ihren Hufen. Frank machte einen Jagdschein und eine Ausbildung zum Dachdecker. Er führte ein unbescholtenes Leben und niemand hatte den Verdacht, dass er anders wäre, eine sadistische, perverse Ader hätte. Erst im Alter von 24 traute er sich, seine Fantasie in die Tat umzusetzen. Er erschoss ein Pferd aus sicherer Entfernung und machte sich dann an dem Tier zu schaffen. Seine Fantasie war, und ich zitiere Frank jetzt einfach mal, ich wollte einem möglichst noch warmen Tier, entweder frisch getötet oder besser noch lebendig und irgendwie fixiert, die Bauchhöhle aufschneiden und dann nackt mit dem ganzen Körper eintauchen und möglichst lange darin bleiben. Das ist gestört, aber auch unglaublich traurig. Ihm fehlte ganz offensichtlich, trotz seiner liebenden Mutter, ein geborgenes Umfeld, etwas, wo er sich geborgen und sicher fühlen konnte, warm, wohlig, eingeschlossen. Ein Psychiater fragte Frank dann, wie weit er eingetaucht wäre. Und er vermutete oder er meinte, Frank hätte dabei gelogen, weil er so aussah, als würde er sich ein bisschen genieren. Frank antwortete, bis hier und zeigte auf seinen Ellenbogen. Und während er die Tiere quälte und versuchte, in sie hineinzukrabbeln, stellte er sich immer öfter die Frage, wie es wohl wäre, das mit einem Menschen zu tun. Bis dahin hatte er schon unzählige Kaninchen, Schafe, Ponys und Pferde getötet. Am 8. September 1994 fuhr er ziellos mit dem Auto herum. Es regnete und er war gefrustet. Er wusste nicht, was er tun sollte und dann sah er einen Anhalter. Und er beschloss, ihn mitzunehmen, weil das Wetter war ja auch echt bescheiden. Doch als der Anhalter näher kam, sah er, dass es eine Frau war. Es fühlte sich für ihn wie ein Zeichen an. Niemand hatte gesehen, wie sie zu ihm ins Auto gestiegen ist. Die Anhalterin war eine 28-jährige Südafrikanerin namens Catherine Thomas. War das die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte? Würde er nun doch endlich an einen warmen Menschen kommen? Das waren die Gedanken, die ihm durch den Kopf schossen. Die beiden unterhielten sich angeregt miteinander und er genoss auch das Gespräch. Doch während sie sich unterhielten, hatte er die ganze Zeit im Hinterkopf, habe ich alles Nötige im Auto? Meine Waffe? Alles, um die Spuren zu verwischen? Werkzeug? Was ist heute möglich? Wie weit kann ich heute gehen? Er hielt an einem Parkplatz an und tat so, als hätte er seine Schlüssel verloren. Sie half ihm natürlich suchen. Und während sie nach dem Schlüssel suchte, schoss er ihr in den Hinterkopf. Er riss ihr die Klamotten vom Leib und verging sich mehrfach an dem toten Körper. Dann trennte er ihr Hände und Kopf ab, um die Identifizierung zu erschweren. Aber er war enttäuscht. Das, was er getan hatte, entsprach nicht seiner Fantasie und es war nicht das, was er eigentlich tun wollte. Die Tat behielt er wie ein Schmuddelfilm im Hinterkopf. Eines Abends saß er bei seiner Mutter zu Hause, die beiden tranken was und sie legte die Tarotkarten. Und bei ihm fiel immer wieder die Karte des Todes. Woraufhin Frank seiner Mutter Dagmar dann erzählte, dass er eine Frau umgebracht hätte. Dagmar sagte dazu, dass ihr Sohn schon immer ein guter Geschichtenerzähler war und sich auch gerne wichtig machen würde. Sie hat ihm die Geschichte nicht geglaubt. Circa ein Jahr später traf Frank eine Frau, die er ganz gut fand. Und er hatte sich wohl schon ab und zu mit ihr unterhalten. Er ging zu ihr in den Fotoladen, wo sie arbeitete. Sein Haar war sonnengebleicht und er sagte ganz schüchtern zu ihr,
Ich möchte dich kennenlernen. Dann gab er ihr 1 Pfund gemischtes Hack für ihre Katzen. Sie fand ihn toll. Er hätte eine gute Figur gehabt. Schöne Beine, tolle Arme, eine Figur wie ein Balletttänzer. Und er schien sie zu brauchen. Das gefiel ihr. Und sie sagte, den Mann möchte ich heiraten. Die beiden heirateten. Frank trug einen hellblauen Anzug, der ihm eine Nummer zu groß war, und er schien sich an seiner Frau festzuhalten. Kurz nach der Hochzeit bekamen sie eine kleine Tochter. Und für alle schien es die perfekte Ehe zu sein. Dagmar, Franks Mutter, war froh, ihren Sohn so glücklich zu sehen. Er hatte nun seine eigene Familie und das war ihm unglaublich wichtig gewesen. Es gab keine Anzeichen, dass Frank irgendwas fehlen würde. Er machte einen sehr glücklichen Eindruck. Er kümmerte sich toll um seine Frau und um seine Tochter. Doch manchmal hatte er Probleme, eine Erektion zu bekommen, wenn er mit seiner Frau im Bett lag. In diesen Momenten dachte er an Catherine und das, was er ihr angetan hatte. Dann lief es zu Hause im Bett wieder. Er hatte seinen eigenen Schmuddelfilm im Kopf, den er selbst produziert hatte. Aber es war nicht das, was er eigentlich wollte. Nun, alle sagten, es gäbe kein Anzeichen, dass ihm irgendwas gefehlt hätte, dass irgendwas nicht stimmte. Aber vielleicht gab es doch ein Anzeichen, bei dem jeder von uns Verdacht schöpfen sollte. Frank hatte sich in seinem Keller einen Raum eingerichtet, in dem er herumbastelte. Für den Rest der Familie war dieser Raum tabu. Und nicht nur sonntags nachmittags, wenn er sich ein Spiel angucken wollte, sondern durchgängig. Und das ist etwas, was uns immer zu denken geben sollte. Ich glaube, wenn mein Partner so einen Raum hätte, würde ich ihn bei der ersten Gelegenheit aufbrechen und durchsuchen. Räume, die tabu sind, ist immer ein schlechtes Zeichen. Dein Partner könnte ein Serienmörder oder eine Serienmörderin sein. Wobei Frauen ja eher mit Gift töten, dann wärst du wahrscheinlich eh schon der Erste. Aber das ist ein anderes Thema. Seine Frau überraschte er ab und zu mit anatomischem Wissen. Sowas wie, ach Schatz, spannend, wusstest du, dass das Gehirn bei Tageslicht grau aussieht? Das Herz ist übrigens so groß wie eine Faust. Oder die Gebärmutter ist so groß wie eine Birne. Im April 1998 tötete er die Tante seiner Frau, Gerlinde Neumann. Er zerstückelte ihre Leiche und verteilte sie im Wald. Später sagte er, hätte der Tante nur beim Selbstmord geholfen. Nach dieser Tötung fand er Eingeweide aber nur noch so semi-interessant. Er hat viel mehr Lust empfunden, wenn er sein Opfer quälen konnte. Seine extreme Fantasie wandelte sich immer weiter um. An diesem Punkt sah sie folgendermaßen aus. Er wollte unbedingt das schlagende Herz einer noch lebenden Frau in der Hand halten und spüren, wie sie stirbt, während er zum Höhepunkt kommt. Ein Jahr nach der Hochzeit gab es einen kleinen, eher unbedeutenden Streit mit seiner Frau. Er bekam Kopfschmerzen und schielte dabei. Seine Frau sagte, er bekam öfter Kopfschmerzen und wenn er schielte, schnappte er sich die Autoschlüssel und fuhr weg. Diesmal fuhr er zum Essener Straßenstrich. Dort lernte er die 30-jährige Svenja Dittmer kennen. Gerade als er mit Svenja schlief, schoss er ihr in den Hinterkopf. Das Verlangen, ihr Inneres zu spüren, war so enorm groß, dass er sie fast vollständig ausweidete. Das war verdammt nah an seiner ultimativen Fantasievorstellung herangekommen. Er trennte ihr wieder den Kopf und die Hände ab. Dann schnitt er ihr noch das Herz heraus und führte es ihr in ihre Vagina ein. Hab gesagt, es wird heftig. Übel, ganz, ganz übel. Am 20. Juni 1998 ließ er die erst 26-jährige Sandra Austerwiesche am Essener Hauptbahnhof auf. Sie war dort eine Sexarbeiterin. Er überwältigte sie, fesselte sie mit Autospanngurten in seinem Auto fest, biss und verbrannte sie, malträtierte sie über Stunden, bis er ihr schließlich in den Hinterkopf schoss. Diesmal trennte er ihr nur die Hände ab, nicht den Kopf. Weshalb Ermittler davon ausgingen, dass es sich bei dieser Tat um einen anderen Täter handelte. Alle Frauen ließ er gut sichtbar liegen. Die Opfer wurden sehr schnell gefunden. Vielleicht war das auch ein Teil seiner Fantasie, dass diejenigen, die das Opfer fanden oder seine Opfer fanden, geschockt davon waren. Ein paar Wochen später kaufte sich Frank ein Schaf, ein Testobjekt. Er wollte nun eine Frau bei vollem Bewusstsein sprengen. Ja, sprengen. In die Luft sprengen. Er fesselte das Schaf. Er stellte sich dabei vor, dass das gefesselte Schaf eine wehrlose Frau ist. Er platzierte 2 Sprengladungen in dem Schaf. In, nicht an. In dem Schaf. Dann erklärte er dem Schaf, dass er seinen Körper jetzt explodieren lassen würde. Ich zitiere hier nochmal Frank. In meiner Vorstellung sprach ich aber mit einer Frau und nicht mit einem Schaf. Ich habe diese Frau auch tatsächlich vor mir gesehen.
Okay. Er ging hinter eine Hütte, zündete sich eine Zigarette an, rauchte die in aller Ruhe auf und genoss dabei das Bölken des Schafes, was sich für ihn wie Schreie einer Frau anhörte. Dann zündete er die Sprengladung, es gab eine laute Explosion, dann Stille. Die Geschichte, die Frank seiner Mutter erzählt hatte, ließ sie nicht ganz los. Sie glaubte ihm nicht, sie erzählte es ihrem Mann, der glaubte es nicht. Sie erzählte es ihrer Schwiegertochter, aber die hat es auch nicht geglaubt. Sie erzählte es auch ihrem Ex-Mann, der Polizist war. Auch der hielt es nicht für möglich. Alle dachten, Frank hätte sich die Geschichte damals einfach nur ausgedacht. Ein Serienmörder und Pferdeschlechter trieb seit Jahren sein Unwesen und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Von der Presse wurde er der Rhein-Ruhr-Ripper genannt, da seine Taten stark an die Taten von Jack the Ripper erinnerten. Es gab eine Folge Aktenzeichen XY über den Rhein-Ruhr-Ripper. Und niemand ahnte, dass dieser Rhein-Ruhr-Ripper ein spießbürgerliches Leben führen könnte. Dann erzählte Dagmar Jahre später einer Freundin die Geschichte, die ihr Sohn ihr erzählt hatte, die Geschichte, die sie ihm nicht glauben wollte. Diese Freundin hatte aber so einen Verdacht und ging damit zur Polizei. Frank wurde verhaftet, widerrief aber sein vermeintliches Geständnis. Erst durch Recherchen einer Reporterin vom Aktenzeichen XY und DNA-Spuren konnte man die Verbindung zwischen den Morden und Frank herstellen. Frank stellte den Ermittlern eine Bedingung. Wenn ihr wollt, dass ich gestehe, soll meine Frau anwesend sein. Nach seinem Geständnis durchsuchte man sein Haus und auch den Keller. Im Keller fand man eine wirklich erschreckende Liste. 8 Kabelbinder, mindestens 37,5 cm lang. 4 Stück Klebeband, mindestens 10 cm breit und 35 cm lang. 2 Paar Einweghandschuhe aus Vinyl, klein. 5 Kondome, 10 Stück, Müllsäcke, dick. Cutter und Klingen. Kondom mit Schwarzpulver gefüllt und 3 Stück Zündsatz. Schwefel oder Salzsäure möglichst hoch konzentriert, ein Beil. Explosivkapsel, 3 Stück, Brandkapsel, 3 Stück. Was er damit vorhatte, können wir uns leider sehr gut vorstellen. Wir müssen uns nur einmal an das arme Schaf erinnern. Am 21. September 2000 wurde er in Duisburg wegen vierfachem Mord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zuerst wurde er wegen seiner eingeschränkten Schuldfähigkeit in einer Forensik mit therapeutischer Betreuung untergebracht. Aber schon nach 6 Monaten brach er seine Therapie ab und bat darum, in einem normalen Gefängnis untergebracht zu werden. Frank sagte selbst, dass er nicht therapierbar sei. Er solle am besten für immer weggesperrt werden, weil sonst würde er wieder jemanden quälen und töten. Er wüsste, dass es falsch ist, aber sein Drang, seine Lust sei viel zu groß. Seine Frau trennte sich noch vor dem Urteil von ihm und sie hat bis auf ein paar Hochzeitsfotos alles von ihm entsorgt. Seit dem Geständnis befindet sie sich in Therapie. Sie hatten sich anfangs noch Briefe geschrieben, aber sie wollte es gar nicht so genau wissen. Sie stellte dann keine Fragen mehr, er hatte nichts, worauf er antworten konnte, und so ebbte der Kontakt langsam ab. Zu ihrer Tochter sagte sie, dass Papa im Krankenhaus ist, dass er sehr schwer krank sei, dass er für lange Zeit nicht mehr nach Hause kommen könnte, weil wenn er rauskommt, würde er anderen Leuten wehtun. Frank sagte zu seiner Frau, dass er schon lange, bevor die beiden sich überhaupt kannten, eine dunkle Seite entwickelt hätte. Er nannte ihr auch ein Beispiel. Du und ich laufen durch ein Geschäft. Eine hübsche Frau kommt in mein Blickfeld und ich denke, hübsch. Und das war's. Nun, dieselbe Situation ohne deine Gegenwart. Ich sehe eine Frau und sobald ich sie nicht als hässlich einstufe, flammt sofort die Bezeichnung Schlachtvieh durch meinen Kopf. Ihre Gegenwart hat ihn ein bisschen gefestigt, ihn zusammengehalten. Seine Frau sagte, er hatte kein Gefühl für seinen Körper. Er hat sich nicht gespürt. Seine Mutter macht sich unglaubliche Vorwürfe, dass sie ihm nicht geglaubt hat. Hätte ich ihm geglaubt, hätte ich etwas unternommen, dann könnten 3 Frauen noch leben. Das ist natürlich eine furchtbare Schuld, die sie damit sich herumschleppen muss. Sie steht noch immer im Kontakt mit ihrem Sohn. Sie hat ihm sehr viele Fragen gestellt und ihn aufgefordert, ihr zu erklären, wie es so weit kommen konnte. Und er hat ihr mit größter Freude geantwortet. Natürlich gab er auch ihr die Schuld, dass er sonntags nicht mehr zu ihr ins Bett krabbeln konnte, um mit ihr zu kuscheln, dass sie diesen strengen Stiefvater ins Haus geholt hat. Er berichtete ihr aber auch von Einzelheiten, das, was er mit welchem Opfer getan hätte. Einerseits wahrscheinlich, um die Tat nochmal zu durchleben, andererseits wahrscheinlich auch, um den Leser zu schocken. Erfrischend finde ich seine Selbsteinschätzung, dass er genau weiß, sollte er jemals wieder auf freiem Fuß sein,
er genauso weitermachen würde. Dazu ein Zitat aus einem seiner Briefe. Wer gut schauspielert, hat eine Chance, wieder auf freien Fuß zu kommen. Nur weiß ich eins wesentlich genauer als andere. Wer einmal aus einer wie auch immer gearteten sexuellen Motivation gemordet hat, der trägt diese Fähigkeit für immer in sich. Er bleibt lieber im Gefängnis, dann weiß er, dass er nichts mehr anstellen kann. Die Psychologen, die mit Frank zusammengearbeitet hatten, und er war auch sehr bereitwillig, ihnen jede Frage zu beantworten, sagten, dass er ein emotionaler Analphabet sei, ein Psychopath. Was nehmen wir aus diesem Fall mit? Erstmal, fahrt nicht per Anhalter. Und selbst die liebste Mama auf dieser ganzen Welt kann nichts unternehmen, wenn ihr Kind ein Psychopath ist, der seine Taten einfach begehen will. Lasst mich gerne wissen, was ihr von diesem Fall haltet. Wahrscheinlich einiges. Das ist der Look. Ich wollte eigentlich orange werden, passend zu meinen Haaren. Jetzt ist es völlig ausgeufert, keine Ahnung. Ja, vergesst nicht, am Samstag, den 13.02.2021 zwischen 18 und 20 Uhr Radio Zuse einzuschalten. Ein kleines Herzblatt bei Vorglühen mit Maren und Fancy. Neben zwei sehr attraktiven Männern bin ich dort auch als Single vertreten. Die Radiosendung gibt es aber auch als Podcast. Das verlinke ich euch, falls ihr am Samstag nicht zuhören könnt, aber es vielleicht im Nachhinein machen möchtet, findet ihr in der Videobeschreibung. Generell alle Infos zu dieser Sendung findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Da es sich bei dem Sender um ein Bürgerfunkradio handelt, gibt es da auch keine störende Werbung. Ansonsten wünsche ich euch einen zauberhaften Tag, passt gut auf euch auf, trefft gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal. Am Samstag im Radio oder am Montag hier wünsche ich euch was.